Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute nur im Radio, bei 1Live, nicht im WDR Fernsehen. Und haben, wie immer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine freie Themennacht. Und das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal, über welches Thema. Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Mark ist der Erste, 21 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja, Marc. Ich grüße dich. Ja, bei mir geht es darum, dass meine Freundin, mit der ich 3 Jahre und 2 Monate zusammen war, jetzt mit meinem besten Kumpel zusammen ist. Seit wann? Seit Rosenmontag. Ach, seit Rosenmontag erst? Ja. Das ist ja nicht lange, das ist ja nur gerade der erste Tag. Ja. Kann man da schon von Zusammensein reden? Also die beiden sprechen davon, dass sie zusammen sind. Mein bester Kumpel meinte, er könnte ja nichts machen, er hätte sich halt in sie verliebt und sie in ihn. Also was ist denn da genau am Rosenmontag passiert? Ich weiß es nicht genau, ich war auch nicht dabei, weil ich mir das nicht antun wollte. Gut, aber die haben dir da bestimmt irgendwas erzählt. Ja, also er hat gesagt, dass er mit ihr schon rumgemacht hat und so. Ich weiß ja auch nicht, ob er das nur sagt, um mich jetzt fertig zu machen oder sowas. Also die waren irgendwo zusammen feiern? Ja. Und während dieser Feierei ist es zu näherem Körperkontakt gekommen? Ja. Mhm. Nun könnte man ja sagen, okay, kann vielleicht mal passieren. Nein, das war ja nicht das erste Mal, dass sie mich betrogen hat, dem Sinne. Hat sie dich mit dem auch schon vorher betrogen? Nein, mit einem anderen aus ihrer Klasse, mit dem sie sich super verstanden hat. Mhm. Gut, das ist noch eine andere Geschichte. Bleiben wir erstmal bei dem besten Freund oder besten Kumpel, wie du sagst, und deiner Freundin. Wer hat denn jetzt irgendwas zu dir zuerst gesagt? Ja, also ich habe ihm gestern Abend eine SMS geschickt, was er ja für ein toller Kumpel ist, dass er sich an meine Freundin ranmacht und so. Woher wusstest du das denn da schon? Ich hatte das im Gefühl, weil sie auch immer die ganze Zeit davon geredet hat. Also er hatte vor 2 Wochen auf dem Geburtstag von ihrer besten Freundin gesagt, dass er wohl mal gerne mit ihr ins Bett gehen wollen würde und so. Mhm. Gut, aber sie hat dir nach Rosenmontag, also sprich gestern, noch nichts direkt selbst gesagt? Nein, weil sie mit mir generell nie über unsere Probleme oder Stress oder sowas redet. Und du hattest das nur so im Gefühl und aufgrund dessen schickst du eine SMS, aber auch komisch. Nein, irgendwie wusste ich das schon. Ja, wie weiß man das irgendwie? Ja, weil sie schon immer so Andeutungen gemacht hat. Ja, wenn sie solo wäre und so, würde sie da ja sofort mit ihm mitmachen und so. Und du wusstest, dass die beiden zusammen da aufeinander getroffen sind? Ja, weil er total scharf auf sie war und gut. Sie auch. Ist ja nur immer noch nicht viel Zeit vergangen. Heute ist ja nur erst Mittwoch gewesen. Hast du denn bis heute wenigstens einmal mit deiner Freundin darüber geredet? Nein, ich habe sie heute nur kurz gesehen, um mein Geld und meine Sachen abzuholen bei ihr. Aber was ist denn das für eine Beziehung? Ihr seid 3 Jahre zusammen. Ja. Und ihr kriegt es nicht fertig, euch über diese Sache jetzt zu unterhalten. Du kriegst es nicht fertig, die Frage zu stellen, hier Mädchen, ist da nun was? Und ja, sie redet mit mir darüber nicht. Sie hatte auch vorher schon mal eine Beziehung. Wir waren für 1 Monat auseinander, war sie wieder mit einem anderen Kerl zusammen. Bei ihr geht das immer relativ schnell. Ja, Moment, das heißt, sie redet mit dir darüber nicht. Hast du sie gefragt? Ja, ich habe sie ein paar Mal drauf angesprochen. Und was sagt sie? Das ist doch wohl meine Sache, meinte sie. Da bräuchte sie mit mir nicht drüber reden. Ah, wenn sie mit anderen Kerlen rummacht, ist das ihre Sache. Obwohl ihr zusammen seid. Ja, und mit den Problemen wollte sie auch nicht drüber reden. Ja, hör mal, da ist aber nun auch alles schon kaputt, was nun kaputt sein kann an eurer Beziehung. Oder? Ja, denke ich auch. Also, das ist ja nun, klingt ja nun sowas von fertig irgendwo. Das ist ja kaum mehr zu steigern. Die sagt, das wäre ihre Sache, wenn sie mit anderen Männern rummacht. Sie unterhält sich gar nicht mit dir. Sie sagt dir nicht einmal, dass Schluss ist. Mhm. Hast du denn zu ihr dann gesagt, okay Mädchen, dann tschüss? Ja, ich habe ihr heute klipp und klar gesagt, als ich meine Sachen geholt habe, dass ich gar nicht mehr mit dir zusammen sein will und sie auch erstmal die erste Zeit nicht sehen will. Ja. Weil ich damit einfach nicht klarkomme, dass mein bester Kumpel, also ich würde das aus Prinzip nicht machen, irgendwie von meinem besten Kumpel die Freundin ausspannen oder so. Nee, ist kein schöner Zug von dem Kumpel, finde ich auch. Weil dadurch macht man alles kaputt irgendwie. Ja, aber die Hauptschuldige ist deine Freundin. Mhm. Die hat das mitgemacht. Dass er sich da angeschmissen hat, ist genauso beschissen. Klar, hast du recht.
Aber jetzt forciere mal deine Wut mal eher auf sie zuerst, finde ich. So, dann hast du gesagt, also du willst es nicht mehr. Und wie hat sie darauf reagiert? Also irgendwie vom Gesichtsausdruck her habe ich gedacht, dass sie wohl ein bisschen enttäuscht war. Ja, so ein bisschen vom Gesichtsausdruck her. Ja, so. Aber das war es dann auch schon. Ja. Und dann hast du deine Sachen genommen und bist gegangen. Ja. Nach 3 Jahren und das war's dann. Ja. Trauriges Ende, ne? Mhm. Die scheint dich nicht wirklich, überhaupt nicht mehr zu lieben, Marc. Ja. Und du sie? Also sie war meine große Liebe. Also vor 3 Jahren, als ich sie kennengelernt habe, da ist meine Mutter wieder nach Spanien gezogen. Mhm. Und ich bin extra wegen ihr hier geblieben, nicht mit nach Spanien gegangen, habe mir eine eigene Wohnung gesucht und so, weil ich echt gedacht habe, sie ist wirklich die große Liebe und so. Mhm. Aber da sind da ja schon, wie du gerade schon angedeutet hast, mehrfach sind da ja Sachen schon passiert, die dich haben vorwarnen müssen eigentlich, ne? Ja. Wie viel Mal ist sie abgehauen insgesamt? Oder fremdgegangen? Also fremdgegangen weiß ich einmal, aber wir hatten dazwischen schon ein paar Mal Schluss. Mhm. Und als wir einmal Schluss hatten, da ist sie dann mit einem anderen Kerl zusammengekommen und dann habe ich sie auch gefragt, ob da was gelaufen ist, weil mich das irgendwie interessiert hat. Mhm. Weil wenn man 3 Jahre zusammen ist, dann denke ich mal, kann man auch wohl über sowas reden und so. Und dann meinte sie auch immer nur, es wäre ihre Sache und das geht mich ja wohl gar nichts an. Mhm. Aber ja, verrückt ist ja an der Geschichte, dass du so ganz definitiv nicht weißt, ob die beiden jetzt zusammen sind. Ne? Du erahnst das so. Ja, also so wie Benjamin, also mein Kumpel, geredet hat, sind sie zusammen. Ja, ah ja. Mhm. Ja, Marc. Aber vielleicht, wie heißt der Spruch, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Ja. Weil das ist jetzt eine heftige Geschichte gewesen am Rosenmontag, aber nun weißt du wirklich, woran du bist. Wahrscheinlich hast du die sowieso viel zu lange mit durch die rosa Brille gesehen, die Frau. Denn da kann ja nur wirklich überhaupt nichts mehr an Gefühl gewesen sein, ihrerseits zu dir. Wenn die ja, wir haben auch nicht mehr miteinander geschlafen und so, weil sie meinte, sie wird das irgendwie nicht mehr brauchen und so und küssen und so auch nicht mehr. Und wie lange schon nicht mehr? 1 Monat. Mhm. Auch keine Zärtlichkeiten mehr? Nee, nicht wirklich. Du bist traurig? Ja. Mhm. Ich bin fertig mit der Welt. Also ich wohne jetzt immer noch in dem A-Haus, also alleine. Mhm. Und ich meine, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es kommt natürlich wirklich hinzu. Ich habe das gerade so weggeputzt. Du hast natürlich recht, dass das auch schlimm ist, dass dein bester Kumpel da... Ich habe ihn ja noch bei uns in den Fußballverein geholt und alles. Ja, ich habe total viel für ihn getan. Und das heißt ja jetzt im Klartext, dass du 2 Leute verloren hast, ne? Ja, ich denke auch, dass ich wegziehen werde aus der Stadt. Mhm. Ja, so diese Formalitäten sind abgewickelt. Du hast deinen Kram da rausgeholt aus ihrer Wohnung? Ja, ich habe meine Sachen geholt. Also. Ja. Also da gibt es nichts mehr, weswegen du da nochmal hin müsstest oder so? Nein. Ich glaube nicht. Sie meinte, sie will wohl mit mir Briefkontakt haben oder so treffen und sowas ab und zu. Na toll. Das ist ja sehr tröstlich. Kann sie sich auch in der Backe schmieren, würde ich sagen. Mhm. Ne? Lass dich bloß darauf nicht ein. Die hat dich jetzt so gekränkt und so verletzt, nur Schluss. Nur hast du eine üble Sache erlebt, da musst du jetzt durch. Du hast jetzt großen Schmerz, Liebesschmerz. Mhm. Der wird eine Weile anhalten noch. Ja, denke ich auch. Aber irgendwo finde ich tröstlich bei der Geschichte, Marc, dass du so los bist. Wenn die so Sachen mit dir gemacht hat, ist die auch, hat die keinen guten Charakter, finde ich. Mhm. Dann hätte die hätte schon viel früher die Konsequenzen ziehen müssen und ehrlich dir gegenüber auftreten müssen. Die ist nicht ehrlich dir gegenüber gewesen, bin ich sicher. Mhm. Die hat den Hannes mit dir gemacht. Ja. Und die wusste genau, dass du noch sie gern hattest und... Dann hat sie mit mir gespielt. So, ganz genau. Und fühl dir mal immer so diese negativen Verhaltensweisen und die negativen Charaktereigenschaften vor Augen. Das hilft immer so ein bisschen, jemanden zu vergessen. Mhm. Das ist ein kleiner psychologischer Trick. Ja. Kopf hoch, was kommt noch? Könnte. Ja, jetzt ist ich bin es jetzt noch. Zu meiner Mutter hier gefahren, um sie mal zu vergessen, weil da unten, da erinnert mich so ziemlich total viel an die. Es wird noch so viele tolle Frauen geben für dich, Marc. Ich sag's dir. Ja. Glaubst du jetzt nicht, aber wird so sein. Ja. Mein Lieber, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Mach weiter so, ne? Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Radio 1 Live mit der Telefontalkshow Domian und unsere Telefonnummer, unter der ihr uns kostenfrei erreichen könnt. 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Jetzt begrüße ich herzlich Steffen und Steffen ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen.
Stefan. Ja, hörst du mich? Sehr gut, ja. Ja, mhm. Du klingst etwas verschnupft. Ja, mich hat es schon wieder erwischt. Es ging mir ein bisschen besser, aber nur... Also, mein Thema ist Probleme in meiner Ehe. Mhm. Sexuelle Probleme in meiner Ehe. Mhm. Ich bin seit 17 Jahren verheiratet. 17 Jahre. Und ja, es gab eigentlich immer Reibungspunkte, was die Sexualität angeht in unserer Ehe. Welche Reibungspunkte? Ja, einmal die Häufigkeit, dann... Das heißt, du wolltest mehr als sie? Oder umgekehrt? Ja, nee, ich wollte mehr Sex als sie. Ja. Und was ich aber nicht als so als Problem sehe, es ist jetzt vor einer kurzen Zeit halt wieder mal zu einem Gespräch gekommen und dabei hat sich herausgestellt, dass sie mir in unseren Ehejahren so zu 90% im Prinzip was vorgemacht hat im Bett, den Orgasmus vorgespielt hat. 90%? So zu 90%, ja. Ich bin mir jetzt schon eigentlich nicht mal sicher, ob sie überhaupt schon mal einen Orgasmus hatte. Mhm. Und mit dir? Mit mir, ja. Ja. Und wie kam es denn eigentlich zu dem Gespräch, dass sie das offenbart hat? Das ist ja nur eine große Aussage. Ja, es ist halt wieder mal, wie gesagt, in Gespräch gewesen, da ich halt mehr oder weniger unzufrieden gewesen bin. Und man ist ja dann unausgeglichen und reibt sich dann an Punkten in der Ehe und bringt dann halt das Gespräch wieder auf den Punkt. Und ich habe sie halt dementsprechend gefragt und oder ihr das vielleicht auch unterstellt und sie hat mir das dann auch bestätigt. Es ist nicht so, dass sie jetzt gesagt hat, du, ich habe, sondern sie hat es mir bestätigt und Du sagtest gerade, es gab Reibungspunkte. Da hast du einmal genannt die Häufigkeit, dass du mehr wolltest als sie. Ja. Was waren denn noch Reibungspunkte? Ja, Reibungspunkte eigentlich Dinge, wie soll ich jetzt mich mal ausdrücken? Zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass sie sich selbst vor sich, ich will nicht sagen ekelt, aber dass ich zum Beispiel, wenn ich versuche, sie oral zu befriedigen, ist dann im Verlauf keine Möglichkeit mehr gibt, sie zu küssen zum Beispiel. Ach. Und das heißt, sie ekelt sich dann vor deinem Mund? Nein, aber ich denke mal vor den Körperflüssigkeit. Naja, sie ekelt sich vor deinem Mund, weil dein Mund an ihrer Scheide vorher war. Genau, genau. Das denke ich mal, weil es ja doch vom Geschmack her etwas aber mal hergibt oder auch vom Geruch, weiß ich jetzt nicht. Aber warte mal, dann gehe ich doch wohl recht in der Annahme, dass ihr einen sehr, sehr konventionellen bis verkrampften Sex hattet in den 17 Jahren. Eigentlich ja doch auch wiederum nicht, weil ich das halt dann mehr oder weniger vermieden habe, dass ich sie dann auch versucht habe zu küssen. Gut, aber du hast eben auch nicht viel gemacht und sie hat keinen Orgasmus gehabt. Das heißt ja, dass es für sie allemal verkrampft war. Hat sie, für sie kann ich mir vorstellen schon. Also das hat sich jetzt so ergeben, dass sie das quasi zugegeben hat. Genau. Das heißt ja nicht, dass ihr ganz offen über eure sexuellen Bedürfnisse redet bisher. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja. Wann hatte sie denn schon mal einen Orgasmus? Hat sie das erzählt? Nee. Ja, das ist eine wichtige Frage. Hat sie es denn schon mal letztendlich doch bei dir gehabt? Hat sie das mit sich alleine? Nee, das ist auch ein Problem, wo ich denke, woran es auch liegen kann. Sie hat sich noch nie selbst befriedigt. Mhm. Und auch, wie gesagt, ich, obwohl das ein Reibungspunkt ist, habe ich ja immer versucht, mit ihr darüber zu reden. Mhm. Und ich weiß, dass sie auch im Laufe ihrer Pubertät das auch nie probiert hat. Mhm. Und sie argumentiert halt so, dass sie sagt, ich brauche das nicht oder ich habe das nicht gebraucht und es fehlt mir nichts. Mhm. Und aber ich denke mal, wenn man das nicht ausprobiert hat, weiß man ja auch gar nicht. Ja, ich finde, das braucht jede Frau und das braucht jeder Mann als Selbsterfahrung und als eigene Körpererfahrung. Ja, und was habt ihr halt, Kinder eigentlich? Ja, wir haben zwei Kinder. Mhm. Was mir im Nachhinein aufgefallen ist, es gibt da nun verschiedene, wie soll ich sagen,
Möglichkeiten oder Stellungen oder Techniken, wie man jemanden zum Höhepunkt bringt zum Beispiel. Und im Laufe der Jahre kennt natürlich auch meine Frau die Position oder die Technik, wo ich auch leicht zum Orgasmus komme. Und mir ist halt im Nachhinein aufgefallen, dass halt das sehr oft dann verwendet wurde mit dem Hintergrund vielleicht, ich weiß es nicht, aber um das schnell zu beenden, diese Sache. Halte ich auch für möglich. Ist das jetzt, nachdem dieses doch relativ offen jetzt auf dem Tisch liegt und ja auch erschütternd ist für dich, ne? Ja. 17 Jahre Sexualleben in der Ehe, eigentlich eine Lüge, ne? So kann man das ja fast schon sagen. Hat das jetzt für euch eine große Krise zur Folge generell in eurer Ehe? Eigentlich ja, schon. Ja. Also ich spiele mit dem Gedanken auszuziehen und weil ich auch keinen Ausweg sehe, denn wenn ich jetzt vielleicht, sagen wir mal, 60 oder so wäre, könnte man vielleicht sagen, gut, man könnte sich engagieren, dass man sagt, man hat jetzt so lange zusammen gelebt und... Also du hast im Moment nach wie vor Lust und Begehren, du begehrst deine Frau. Ja, auf jeden Fall. Du liebst deine Frau eigentlich auch. Ich liebe sie auch. Ja. Sie dich auch? Ja. Und ihr habt zwei Kinder? Wir haben zwei Kinder. Wie alt sind die? 8 und 4. 8 und 4. Sie versucht natürlich auch an der Beziehung festzuhalten, das merke ich auch. Also ich finde eigentlich in all der Dramatik, die du jetzt geschildert hast, positiv, dass das jetzt thematisiert wird, wenn auch erst nach 17 Jahren, aber immerhin, es ist nach 17 Jahren, kommt es auf den Tisch. Ja. Vielleicht könnte man ja bei den emotionalen Voraussetzungen, du sagst, du liebst deine Frau, du begehrst deine Frau, sie liebt dich, doch dieses vielleicht zum Anlass nehmen, dass ihr ganz neu zueinander findet. Aber da muss natürlich viel auch bei ihr passieren. Ich sehe da halt das Problem, sehe ich halt, dass das halt, oder ich denke mal, dass das eine körperliche Sache ist und nicht eine geistige Sache ist. Wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht mit einer dritten Person darüber reden könnte, dann könnte man sagen, okay, wenn das jetzt ein geistiges Problem vielleicht wäre, aber das, was das Körperliche angeht, habe ich halt Bedenken, dass man das gar nicht mehr ändern kann. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, also ich denke schon, wirklich Steffen, dass das eher eine psychologische Geschichte bei deiner Ehefrau ist. Und diese Idee, die hätte ich dir jetzt sowieso auch selbst gesagt, die du gerade schon angesprochen hast. Ja. Ich fände das, wie gesagt, bei euren emotionalen Grundvoraussetzungen, dass ihr euch eigentlich liebt und ihr Verantwortung zu tragen habt, weil ihr Kinder habt, fände ich es sehr, sehr angebracht, wenn ihr beide in eine zu einer Eheberatung gehen würdet oder zu einer Sexualberatung gehen würdet. Als Versuch. Man kann es ja versuchen. Ich gehe auch, wie gesagt, oder bin ja selbst auch für mich davon ausgegangen, vielleicht liegt es ja auch an mir. Das ist ja, ich schiebe das ja nicht vor mir her. Ja, aber umso wichtiger ist es, dass du mit einem Fachmann oder einer Fachfrau zusammensitzt. Das verneint sie ja auch, dass es nicht an mir liegt, weil ich ja halt mal den Vorschlag gemacht habe, da sie noch Jungfrau damals gewesen ist, wo wir uns kennengelernt haben, dass sie vielleicht mal mit einem anderen Partner Sex haben wollte. Aber das ist überhaupt nicht der Fall, das will sie gar nicht und daran liegt quasi gar nicht. Also, ich finde wirklich, Steffen, dass ihr beide mit einem Fachmann zusammen euch setzen solltet, der Ahnung von solchen Sachen hat, der Psychologe ist oder Sexualtherapeut und sich mit euch einfach mal ein bisschen auseinandersetzt. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt und ihr merkt, das bringt nichts, kann man es abbrechen, aber dann könnt ihr sagen, wir haben es versucht. Ja. Pass mal auf, ich habe ja hier immer einen psychologischen Menschen im Hintergrund, einen Diplompsychologen. Das ist heute die Elke. Ja. Ich würde gerne, dass du mit ihr ein paar Worte redest, dann kann sie dir nämlich mal auch vielleicht ein paar Adressen in deiner Umgebung vermitteln, wo du hingehen oder wo ihr hingehen könntet. Ja. Dann machen wir das mal so und ich wünsche dir alles und euch alles Gute von Herzen. Du legst bitte auf und Elke ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute, Steffen. Ja, tschüss. Danke, bitte, tschüss. So, jetzt habe ich Susanne hier. Hi. Susanne ist 26 Jahre alt, stimmt's? Genau. Und was ist dein Thema? Lob an dich und an deine Sendung. Danke, sehr lieb von dir. Ja. Mein Thema ist, meine Mami hat letzte Woche Freitag das zweite Mal geheiratet. Wie alt ist sie? Mama wird jetzt im März 49 und Mamas Mann wird im September 25. Oh.
Der ist ja jünger als du. Ja. Und das gefällt dir? Das ist noch nicht mal das ganze Problem. Es geht darum, er ist seit 2 Jahren in Deutschland. Ja. Woher kommt er? Aus Kamerun. Aus wo? Afrika. Aus Kamerun, also. Ja. Mhm. Ist seit 2 Jahren in Deutschland, war jetzt 2 Jahre in Minden eingetragen, mhm, bei den Behörden. Mhm. War bei meiner Nachbarin, also sprich bei meiner Mutter Nachbarin zu Besuch. Hat auch da meine Mutter kennengelernt. Mhm. Ist eine Woche später zu meiner Mutter gezogen. Ja, und 7 Monate später haben die geheiratet. Und das gefällt dir alles nicht? Nee, das geht mir ganz schön an die Substanz. Warum? An meine Psyche. Ich denke, er heiratet meine Mutter nur wegen den Papieren, weil er Asylbewerber ist. Mhm. Und er hat keine Arbeit und nichts. Aber und ich denke mal, er spielt mit dem Gefühl meiner Mutter. Mhm. Mhm. Und ich nicht ganz so gut haben. Nur ist es ja schon passiert, ne? Die haben ja geheiratet. Am Freitag, sagst du. Genau, letzte Woche Freitag. Ja. Hast du denn, Entschuldigung, mit deiner Mutter vorher drüber geredet? Hast du ihr deine Bedenken, hast du ihr die gesagt? Ja, ich habe direkt schon in der ersten Woche mit ihr darüber gesprochen und wie sie mir auch gesagt hat, ich fing ja schon in der ersten Woche an, ja, wir heiraten in der Zukunft etc. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, das finde ich überhaupt nicht gut. Mhm. Meine Geschwister fanden es auch nicht so gut, weil ich habe noch jüngere Geschwister, die zu Hause bei Mama wohnen. Mhm. Ich habe ihr gesagt, die sollte sich das gut überlegen. Die ist eine reife Frau, dass sie keine Dummheit macht, mhm, dass sie nicht enttäuscht wird im Leben, mhm, weil mein Papi ist vor 3 Jahren verstorben und da hat sie auch sehr drunter gelitten. War sie zugänglich für deine Kritik und deine Bedenken? Die Kritik musste sich nicht nur von mir anhören, die Kritik musste sich von sehr vielen Menschen anhören. Aber sie wischt das alles weg? Ja. Mhm. Wie erklärst du dir das? Ist sie liebestrunken? Fühlt sie sich geschmeichelt, dass sie so einen jungen Mann hat? Ja. Und sieht gar nicht vielleicht dessen wirkliche Beweggründe? Nein. Ich habe auch eine Therapeutin wegen anderen Dingen und ich habe auch mit ihr darüber gesprochen. Mhm. Und ich habe ihr auch mein Leid geklagt, weil das geht mir wirklich unheimlich an die Substanz. Und mhm, ich habe mich auch schon mit meinem Stiefvater, Anführungsstriche, in die Wolle gehabt, Silvester. Mhm. Also wir haben ganz derben Streit gehabt und ich habe ihm das so vor den Kopf geknallt, mhm, dass er meine Mutter nur wegen den Papieren heiratet. Mhm. Also ich konnte es nicht mehr für mich behalten. Was hat er denn darauf geantwortet? Ich würde spinnen und ich würde es mir nur einreden und in Afrika wird man das nicht so eng sehen mit dem Alter, wo die, mhm, Liebe hinfällt im Endeffekt. Aber dann hätten die beiden ja auch ganz einfach so zusammenbleiben können, ohne heiraten. Richtig, richtig. So sehe ich das auch. Mhm. Aber das Problem wäre dann gewesen, er wäre irgendwann mal eventuell wieder nach Afrika zurückgeschoben worden. Mhm. Mhm. Na? Mhm. Und wie gesagt, letzte Woche Freitag war dann die Hochzeit und ich hatte am Standesamt geweint und meine Mutter fragte mich, ob es Glückstränen wären. Ich sagte, das wären Trauertränen. Mhm. Ich konnte es überhaupt nicht verkraften. Also ich kenne es bis jetzt. Das ist für mich wie ein falscher Film. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Du sagst, da sind noch andere Kinder. Ja. In der Familie. Wie viele und wie alt sind die? Also insgesamt sind es 4. Ich bin die Zweitälteste. Ja. Ich habe noch einen Bruder, der ist 15. Der wohnt auch noch da? Bei Mama, genau. Mhm. Und ich habe noch eine Schwester, die ist 17, die wohnt auch bei Mama. Mhm. Und meine Schwester hatte ein... Genau, was sagt die 17-jährige Schwester? Die ist ja nur auch schon fit. Was sagt die? Es ging ja alles viel zu schnell. Ja, der Bruder ja eigentlich auch mit 15, kann das ja auch gut beurteilen. Ja. Der ist auch dagegen. Ja, nee, dagegen in dem Sinne nicht. Die verstehen sich schon mit ihm. Mhm. Aber der hätte nicht direkt heiraten müssen. Mhm. Der hätte nicht direkt so schnell in die Familie einziehen dürfen. Mhm. Also ich sehe es also auch vielleicht eher so wie du, Susanne. Ich weiß nicht, ob der diese Beweggründe hat, um sich hier rein zu heiraten nach Deutschland. Ja. Aber ich wäre da generell auch vorsichtig und hätte auch gesagt, langsam, wir können doch erstmal zusammen leben und gucken, ob wir miteinander klarkommen. Ich meine, das soll jetzt nicht heißen, dass ich gegen Ausländer was habe. Ich bin selber einer. Das muss man nicht immer unterstreichen, wenn man über sowas redet. Nein. Das ist so eine Unart, immer wenn man etwas Kritisches sagt, dass man sich gleich entschuldigt. Vielleicht denkt ihr dann auch, wenn ich ihn angreife, er ist Ausländer, ich habe was gegen ihn. Das ist nicht das Thema. Mhm. Es geht nur um andere Dinge. Naja, aber du beschuldigst ihn ja schon unter Umständen, dass er einfach dann die Gefühle deiner Mutter ausnutzt, damit er in den Genuss der deutschen Staatsbürgerschaft kommt. Ne? Genau. Das und ist da stehe ich nicht hinter. Mhm. So, jetzt ist das Problem natürlich immens. Sie sind nun mal verheiratet seit Freitag. Genau. Deine Mutter ist eine sehr reife Frau von 49 Jahren, die eigentlich wissen muss, was sie tut. Eigentlich schon. Ne?
Aber ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass man da ein bisschen von Sinnen gerät oder dass Frau da von Sinnen gerät, wenn man in so eine Lage gerät. Jetzt wird sie das ausbaden müssen. Die nächsten Monate, bin ich sicher, werden beweisen, ob der wirklich deine Mama liebt oder ob da einfach diese schnöden Hintergedanken und Motivationen im Spiel sind. Du kannst gar nichts machen im Moment. Ich weiß, das wurde mir auch schon gesagt. Also ich vermeide das momentan auch, weniger zu meiner Mutter zu gehen. Also ich möchte ihn auch gar nicht so oft sehen, das ist das Problem. Ja, du kannst ja auch, es bringt ja auch jetzt im Moment überhaupt gar nichts mehr, deiner Mutter weiter Vorwürfe zu machen. Nur ist es geschehen. Ne? Das heißt, ich würde mich jetzt versuchen, an deiner Stelle einfach zu disziplinieren, mich zurückzuhalten und die Lage einfach mal erstmal zu beobachten. Das Traurige ist ja auch irgendwo, meine Schwester hat einen Tag vor der Hochzeit mit mir ein Gespräch geführt, also unter Geschwistern, und hat natürlich auch geweint. Mhm. Und zu mir dann auch gesagt, die Mama, die Kinder, also auch seitdem sie mit dem Mann zusammen ist, auch die Kinder so ein bisschen vernachlässigt und die Kinder so ein bisschen im Hintergrund geschoben werden. Mhm. Und für mich ist das immer die höchste Priorität gewesen, dass die Familie an erster Stelle steht. Mhm. Und ich war da ganz schön geknickt und ganz schön böse drüber. Mhm. Weil die Kinder gehen eigentlich vor der Beziehung, vor einer kurzzeitigen Beziehung. Gut, vielleicht ist das so in den ersten Wochen des Liebesrausches so gewesen. Nee, es ist bis jetzt immer noch so. Ist immer noch so? Ja. Mhm. Und das finde ich ganz schön traurig, weil die Kinder dürfen nicht vernachlässigt werden dadurch. Mhm. Gut, das muss man jetzt auch weiter im Auge behalten. Das könntest du eher vielleicht irgendwann auch mal sagen. Aber ich würde mich jetzt im Moment wirklich zurückhalten. Ja. Weißt du, du kannst nichts, du veränderst eh nichts im Moment. Das muss sie jetzt selbst alles handeln, die ganze Angelegenheit. Ja. 49 Jahre ist die Frau alt. Denke ich mal. Sie reif genug sein, sie hat 4 erwachsene Kinder. Ja. Sie müsste eigentlich wissen, was sie tut. Aber ich denke mir immer wieder und immer wieder sage ich mir, sie handelte einfach nur aus rosa Wolke, aus Schmetterlingen im Bauch. Und irgendwann mal wird der Alltag und die Routine wieder eintreten. So, und dann kannst du dir jetzt nur vornehmen, wenn es dann wirklich zum Super-GAU kommt, was wir nicht hoffen wollen, dass du dann einfach für deine Mama da bist und ihr verzeihst, dass sie so einen Fehler gemacht hat und sie auffängst. Nur das kannst du tun. Ich habe nur Angst, dass dann meine Mutter dadurch noch stärkere Depressionen bekommt. Tja. Und dass sie dadurch dann nicht so absackt und, ich sag jetzt mal, sich so zurückzieht. Gut, das sind jetzt alles noch Ängste. Wollen wir erstmal doch was Positives sehen. Vielleicht geht es ja gut. Vielleicht ist ja doch eine Liebe da, die man so von außen nicht so beurteilen kann. Dann gib mir mal einen Ratschlag, wie soll ich denn machen mit meinem Stiefvater? Also wenn ich den sehe, dann kriege ich immer wieder eine Krawatte. Ich kriege immer wieder Wutanfälle, wenn ich den sehe. Ja, du musst dich da zurücknehmen, Susanne. Du bist auch 26 Jahre schon alt. Ja. Du musst dich da auch disziplinieren und zurücknehmen. Du musst jetzt nicht der große Freund mit ihm werden, aber sei normal freundlich und du kannst dich ein bisschen zurückziehen aus der ganzen Szenerie, aber fang keinen Streit an. Dadurch verkrampft das alles noch viel mehr und es wird überhaupt nichts besser. Ich weiß, ich versuche es immer wieder, wenn ich den sehe, dass ich dann wirklich auf einer Ebene freundlich mit ihm bin. Mhm. Aber ich bin dann immer wieder erleichtert, wenn ich von zu Hause weg bin. Ja, gut, dann geh halt nicht so oft nach Hause in der nächsten Zeit, bis du erstmal so ein bisschen geschluckt hast auch. Ja. Jetzt musst du ganz tapfer da die nächste Zeit erstmal mit dir selbst streng sein, Susanne. Ne? Ich denke mal. Alles Gute. Ich bedanke mich. Tschüss, Susanne. Schönen Abend, tschüss. Lina, 16 Jahre alt, guten Tag. Ja, hallo. Das ist aber ein schöner alter Name, den du hast. Schöner Alter, ja. Ja. Finde ich nicht schön. Ja, ich finde die schön. Ich hatte mal eine Tante Lina. Die ist aber lange leider verstorben. Daher mag ich den Namen sehr, weil ich die sehr mochte. Aha. Doch. Lina, um was geht's? Um was geht's, ja. Ich versuche mal kurz zu umschreiben. Und zwar, ich bin 16 Jahre alt. Ha, und du kommst aus Berlin? Oder aus der Umgebung von Berlin? Aus der Umgebung von Berlin, ja. Wie ich das alles pfiffig gerade schon wieder schließe, ne? So, und ich bin schwanger. Mitte, zweiter Monat. Mhm. So, mit meinem Freund schon gesprochen. Der freut sich auch tierisch. Nur, da ist jetzt ein Problem. Das ist ein Alkoholiker. Mhm. Der ist mir gegenüber schon handgreiflich geworden. Einmal. Mhm. Wie alt ist dein Freund? 22. Mhm. Und naja, jetzt habe ich nur die Angst, dass er, wenn das Kind da ist, ich meine, er sagt, er hört auf zu trinken. Ich habe die Angst, dass er es nicht schafft, aufzuhören. Mhm. Er hat einen Entzug gemacht vor einem Jahr. Ah ja.
3 Monate lang und danach durch seinen Freundeskreis, den er hat, wieder angefangen zu trinken. Mhm. Und das ist wirklich massig, das sind 20 Bier am Tag. Mhm. So, und was macht der denn vom Beruf? Der hatte mal in einer Firma gearbeitet gehabt, als Metallbauer oder irgendwie sowas komisches. Mhm. Und die Firma ist pleite gegangen. Also er ist arbeitslos im Moment? Im Moment ist er arbeitslos. Wo lebt er alleine oder bei seinen Eltern noch? Er lebt alleine jetzt. Und du lebst bei deinen Eltern noch? Jetzt wieder, ja. Mhm. Wie ist denn die Planung, wenn das Kind da ist? Wollt ihr zusammenziehen? Ja, also das hatten wir gesagt, der Haupt, ja, dass wir denn zusammenziehen wollen, schon alleine dem Kind gegenüber. Ja, und wie wollt ihr euch finanzieren? Und zwar, ja, der sucht ja wieder Arbeit. Mhm. Im Moment kriegt er sein Arbeitslosengeld, kümmert sich aber um Arbeit. Mhm. So, ich mache Schule, nebenbei noch arbeiten. Ja, und Unterstützung von meinen und seinen Eltern ist auch da. Also, du hast das nur noch so nebenher gefragt, du hast einen guten Draht zu deinen Eltern. Auf jeden Fall, ist okay. Ja, zu meiner Mami. Zu der Mami. Und er zu seinen Eltern eigentlich auch? Zu seiner Mami. Zu seiner Mami, aha. Und du auch zu seiner Mama wiederum? Ja. Ja, das ist also schon mal alles so ganz, ganz gut. Im Moment säuft er aber. Ja, im Moment, ja. Im Moment säuft er. Liebt ihr euch denn, ihr beiden? Ja, das auch, ja. Und das war das, woran ich gezweifelt hatte. Er hatte mich vor kurzem einmal betrogen gehabt. Mhm. Wir sind danach wieder zusammengekommen. Mhm. Waren eine Woche zusammen. Er meinte, er braucht Abstand. Mhm. Sucht sich keine andere und dann auf einmal wieder dieselbe. Mhm. So, dann war ich tierisch sauer, bis er sich gemeldet hat, ob wir reden können. Mhm. Ich sag, klar. So, kam er vorbei. Er redet, alles klar. Haben wir eingesehen, dass wir uns beide ändern müssen. Mhm. So, von meiner Seite aus ist es doch passiert, aber von seiner Seite aus sehe ich gar nichts. Was hast du denn bei dir verändert? Bei mir verändert und zwar, ich bin damals immer ziemlich oft weggegangen. Ja. Ohne ihm Bescheid zu sagen, so jetzt sage ich Bescheid. Mhm. Der hat zwar immer noch öfters was dagegen. Mhm. So, dann habe ich ihn damals einmal angelogen. Also überhaupt, die Ehrlichkeit ist jetzt da. Ja, verstehe. Und ja, das Vertrauen, was ich aufbauen wollte, das denke ich mal, dass ich das jetzt im Moment auch schaffe. Das ist jetzt wieder größer geworden. Mhm. Also ihr habt Probleme in eurem Zusammenleben. Ja. Aber ich frage jetzt nochmal, das Herz stimmt. Du hast den lieb und er hat dich lieb. Ja. Ja, du sagst das so ein bisschen zögerlich immer. Ja, nee, ist so. Ist so, Ja, da bin ich mir sicher. Freut er sich auf das Kind? Er freut sich, ja. Der guckt schon nach Kinderwagen. Also. der freut sich tierisch, ja. Mhm. Aber heute hat man einen Streit gehabt am Telefon. Ja. Ernst, weiß ich auch nicht, um was da ging. Da hatte ich einem Kumpel was über unsere Beziehung erzählt gehabt, hatte gefragt gehabt, weil ich mir Sorgen gemacht hatte wegen der anderen wieder. Ja. Und da ruft er mich dann an, mein Freund, meinte, andere Leute hält unsere Beziehung nicht an. Hm. Und naja, dann hieß es halt, du gehst halt nicht in eine Disco und naja, ich auch gemeint, mach ich nicht. Hm. Und dann haben wir uns da weiter gezofft, weil er so einen dummen Ton hatte. Hm. Und da meint er nur, ist mir egal, was du machst, lass dir das Kind aus dem Bauch treten. Oh. So. Nun weiß ich aber, dass es ihm morgen wieder leid tut. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also du meinst, das hat er nur so im Zorn dahingesagt. Das meint ja, er nicht, das meint er nicht ernst. So, jetzt will ich habe auch wirklich den Eindruck, dass ihr euch eigentlich ganz gut versteht oder ihr euch mögt, aber dass es halt einfach Komplikationen gibt, wie ihr miteinander auskommen sollt. So, genau. Jetzt frage ich dich, gibt es in deiner Umgebung einen Menschen, vielleicht ein bisschen älteren Menschen, Mann, Frau, den er sehr ernst nimmt. Meine Mama. Vor denen er auch Respekt hat. Meine Mutti, ja. Ja. Was hältst du denn davon, wenn, sofern ihr das nicht schon gemacht habt, wenn ihr drei euch mal richtig, richtig zusammensetzt, deine Mama, du und dein Freund. Hm. Und deine Mama ist eine erwachsene Frau, die weiß, was das bedeutet, dass da jetzt eine junge Familie sich gründet, dass sie ihm richtig ins Gewissen redet. Er hat Verantwortung zu tragen. Er hat jetzt ein Kind bald, er ist Papa. Das heißt, da muss er die Finger von dem scheiß Alkohol lassen. Ja, und er hat auch die... Ja, aber das hat er noch... Wenn da jemand ist, der ihm so richtig ins Gewissen redet, vor dem er auch Respekt hat, hat das schon noch eine andere Wirkung, als wenn man das nur selbst weiß. Hm. Und dass er sich auch so richtig auf den Arsch setzt, Geld zu verdienen, um euch ein ordentliches Leben zu ermöglichen. Und nicht nur von der Sozialhilfe und weiß ich, vom Arbeitslosengeld, ihr da rumhängt. Ja, naja, sicherlich. Bloß ist es so, er redet mit meiner Mutti. Ist alles okay, bloß meine Mama hat langsam auch keine Lust mehr da mit dem zu reden. Mhm.
die hatte am Samstag angerufen, ja, weil wir so einen Stress hatten. Mhm. Hat er sich ganz vernünftig mit ihr unterhalten, kam wieder bei mir an. Mhm. Und weiß ich nicht, seit gestern ist wieder Stress, ich weiß nicht, was los ist, er erzählt es mir nicht. Er sagt, er hat seine eigenen Probleme. Weiß ich nicht, mit dem kann man nicht reden. Also meine Mutti, die schafft es schon, aber die hat da auch irgendwann keine Lust mehr drauf. Mhm. Und ich glaube, da ist schon langsam so der Punkt gekommen, dass sie nicht mehr will. Also ich denke mal, das ist auch, irgendwo ist es ja auch unsere Sache. Ja, aber ihr seid ja beide auch ziemlich jung und ich meine, du klingst ja schon sehr vernünftig mit deinen 16 Jahren. Ich habe gerade noch eine ganz andere Idee. Ich weiß nicht, wie er drauf ist, wenn er schon schimpft, dass du da mit jemandem gesprochen hast über euch. Könntest du dir vorstellen, dass er mit mir redet? Mit dir? Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, nee. Wenn du sagst, pass auf, ich habe mit Domian geredet, der will mit dir auch sprechen? Ne, kann ich mir nicht vorstellen, nee. Schade. Da rastet er aus. Dann würde ich es gerne morgen, sonst hätte ich es gerne morgen Abend gemacht. Nee, also ich glaube, dann rastet er aus. So, ich merke schon, die einzige Vertrauensperson scheint die Mutter zu sein in der Umgebung. Meine Mama, ja. Wenn das nicht klappt, dass sie mit ihm nochmal so richtig redet und ihm ins Gewissen spricht, dann frag doch mal deine Mama, wer da sonst in der Umgebung noch ist. Ob es da vielleicht, ich weiß nicht, vom Jugendamt jemanden gibt, einen Pfarrer oder irgend sowas. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Es muss einfach jemand sein, vor dem dein Freund Respekt hat. Nur meine Mami, aber die hat keine Lust mehr zu reden da. Hat sie mir heute klipp und klar gesagt. Ich sag, Mutti, ruf mal da bitte an, wir haben uns gestritten. Ist deine Mama jetzt zu Hause? Die ist jetzt zu Hause, die liegt im Bett und schläft. Ach, die schläft. Die schläft, ja. Was hältst du davon, wenn ich oder meine Psychologin mit deiner Mama mal sprechen? Das muss ja nicht jetzt sein, wenn sie schläft, vielleicht morgen Abend. Das müssen wir auch nicht in aller Öffentlichkeit hier machen. Vielleicht, das wäre auch nicht schlecht. Ne? Wie soll das ablaufen? Das läuft so ab, dass... du legst gleich auf, dann ruft meine Regie dich nochmal an und dann vereinbart ihr für morgen Abend ein Gespräch zwischen deiner Mama und meinem Psychologen. Oder ich bin auch dabei. Aha, und da geht es darum, dass sie mit ihm reden soll. Genau, wie es am klügsten ist, mit dem Jungen umzugehen, genau. Ja, das wäre ja schön, ja. Wäre zumindest nochmal auch noch ein Versuch. Was hältst du davon? Wäre nicht schlecht, ja. Können wir immer ausprobieren. Und wenn das morgen nicht klappt, dann denken wir morgen noch ein bisschen weiter. Na klar. Ja? Alles klar. Also Lina, du legst auf, wir rufen dich gleich jetzt sofort wieder an und dann wird ein Termin ausgemacht für morgen, irgendwann morgen Abend, weiß ich nicht, um 23:30 oder so. Alles klar. Ja? Und ich hoffe, dass es klappt und toi toi toi. Und für dich vor allen Dingen alles Gute für den Verlauf der Schwangerschaft. Dankeschön. Tschüss. Gut, tschüss. 1:37 und 47 Sekunden und jetzt eine kleine Pause. Und 17 Sekunden jetzt Radio 1 Live. Und nicht das WDR-Fernsehen heute, ausschließlich Radio 1 Live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Freitagnacht, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Wen haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir hier Anne. 38, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Anne. Ja, hallo. Dein Thema. Mein Thema ist der ewige Kampf Lärchenmenschen gegen Eulenmenschen.
Wie? Der ewige Kampf? Ich habe es gar nicht verstanden, das Erste. Welche Menschen? Lärchen Menschen? Lärchen. Was ist das? Der Vogel, die Lärche. Ach, Lärchenmensch. Lärchenmenschen. Lärchenmenschen gegen Eulenmenschen. Eulenmenschen. Was sind denn Lärchenmenschen? Männchen. Lärchenmenschen und Eulenmensch. Was ist das? Genau. Also die Lärche ist der Mensch, der morgens singt, aufsteht und total zufrieden und glücklich ist. Ja. Um 6 Uhr morgens. Und der Eulenmensch ist der, der um 12 Uhr aufsteht. Ja. Mittags. Ja. Eigentlich glücklich und zufrieden sein müsste, weil er nach seinem angeborenen Rhythmus lebt. Mhm. Du sprichst gerade übrigens mit einem Eulenmenschen. Ja, ich bin auch einer. Du bist auch einer. Ja. Und es ist halt so, dass... So, wo ist denn jetzt der ewige Kampf bei dir? Ja, und bei vielen anderen Menschen eben auch. Und die Frage war, wo, inwiefern du davon betroffen bist, von diesem Kampf? Ja, es ist so, dass mein Mann ein Lärchenmensch ist. Habe ich mir schon gedacht. Sehr gerne am Morgen aufsteht. Das ist ja fürchterlich. Und du willst richtig lange schnarchen. Ja, und gerade an den Wochenenden ist es dann eben so, dass... Der ist quietschfidel am Sonntagmorgen um 8 Uhr schon. Genau. Und du kriegst die Krise, ne? Ja. Du willst noch richtig gut ausschlafen. Ja. Und es dir schön im Bett machen. Ja. Und vor allem ist es auch so, dass die Eulenmenschen kriegen auch permanent ein schlechtes Gewissen gemacht. Genau. Weil sie eben Eulenmenschen sind. Man nennt uns auch Faulpelze, ne? Genau. Das ist eine Frechheit. Große Frechheit, weil wir sind ja nachts aktiv und leisten in der Nacht was, ne? Und genau, abends ich bin und so. Also auch tatsächlich hochkonzentriert und nachts sehr leistungsfähig. Mhm. Ja, also da ist nichts mit faul oder so. Wie lange seid ihr ein Paar schon? 21 Jahre. 21 Jahre? Ja. Du bist 38? Ja. Dann warst du 17? Ja. Ja. So lange, ist das dein erster Freund? Ja. So mehr oder weniger? Mehr. Ja. Ist es dein erster Freund? Ja. Ach, seid ihr glücklich? Abgesehen jetzt von diesem Streit mit den Eulen und den Lärchen. Ja, irgendwie. Na, irgendwie nicht so mehr so richtig? Ja, gibt schon Probleme. Habt ihr, habt ihr Kinder? Wir haben eine Tochter. Aha. Eine süße Eule, ja. du sagst, wir haben Probleme, es gibt schon einige Probleme. Ich habe das jetzt gerade so locker hingenommen mit den Lärchen und den Eulen. Ist das nur so ein kleines Problem bei euch oder ist das schon richtig gewichtig? Ja, es war mal gewichtig, es ist schon ein bisschen kleiner geworden, deswegen, weil ich habe in einem Ratgeber für junge Eltern über Schlafprobleme von Kindern was gelesen und zwar... stand da drin, dass es eben Lärchen, Menschen und Eulenmenschen gibt. Die gibt es wirklich. Mhm. Und dass, wenn die Kinder eben Eulenmenschen sind, dass man einfach versuchen sollte, sie so zu akzeptieren, wie sie sind. Gut, das war aber nicht so richtig meine Frage jetzt. Meine Frage war, ob ihr euch letztendlich deshalb richtig in die Haare kriegt, dein Mann und du. Ja. Ist so. Passiert schon. Mhm. Ja. War das der Grund deines Anrufes auch, um über diese Probleme zu reden? Ja, und ich rufe auch deswegen an, um einfach auch mal vielleicht ein bisschen öffentlich zu sagen und gerade auch in der Nacht, wo viele Eulenmenschen unterwegs sind und die morgens dann mit einem schlechten Gewissen aufstehen oder so, dass das wirklich, soweit ich das gelesen habe, angeboren ist. Absolut. Ich freue mich, dass du das sagst. Auch ich bin dieser Auffassung und ich bin sicher, dass es genetisch bedingt ist. Ich will dir sagen, ich habe in meinem Leben beruflich so oft ganz früh aufstehen müssen, so um 3 Uhr, 4 Uhr morgens. Es war die Hölle für mich. Und ich habe mich nie dran gewöhnt. Ja, deswegen bin ich jetzt eigentlich ganz froh, dass ich jetzt so arbeite, wie ich jetzt hier arbeite. Das kommt mir viel mehr entgegen. Ich glaube auch, dass man die Menschen nicht umerziehen kann. Ja, und das glaube ich auch. Und mein Mann, wie auch meine Schwiegermutter, nehmen mir mein Eulendasein ziemlich krumm. Und das ist ein Erziehungsfehler, der sich da über die Jahrzehnte immer weiterentwickelt hat. So kriege ich das gesagt. Ach so. Also du fühlst dich nicht ernst genommen im Klartext?
Ja. Ja, so ist es. Ja. Und wie ist das jetzt mit dem Kind? Nimmt man das ernst oder versucht man das noch umzuerziehen? Da wird gar nichts umerzogen. Ich nehme meine Tochter als Eulenkind total ernst. Und ich gebe ihr auch das Gefühl, dass wenn wir mittags die Augen aufschlagen und der Wecker zeigt 12 Uhr, dann grinsen wir uns an und dann wird gefrühstückt und dann machen wir es uns richtig schön. Also du willst im Prinzip, und das hast du jetzt auch schon gut gemacht, ein Plädoyer halten für die Menschen, für die Nachtmenschen. Ne? Ja. Und unterstreichen, dass das keine Faulpelze sind, sondern dass der liebe Gott die so gemacht hat. Genau. Ne? So. Und dass es völlig in Ordnung ist. Ja. Und ja, ich denke, dass auch ganz viele Eulenmenschen... Weißt du was, was ganz schrill ist? Dass uns ja jetzt im Prinzip nur Eulenmenschen zuhören. Ja. Alle werden uns zujubeln. Ja. Diese komischen Lerchenmenschen, die liegen ja jetzt im Tiefschlaf. Ne? Für die ist das jetzt 1.45 Uhr. Das ist ja, ja tief. Ja, die müssen wir uns jetzt so aufstehen. Ja, genau. Ist schön, wir sind richtig so unter uns. Ne? Wir müssen uns hier nicht irgendwie dumme Vorhaltungen anhören und Nasenrümpfen angucken und so. Ja, es kann auch wirklich belastend sein, weil man wird wirklich böse angefahren oder ja eben auch wirklich abgestempelt als faul und nicht in Ordnung. Du bist nicht in Ordnung. Mhm. Und ich denke, dass viele Eulenmenschen, die halt gezwungenermaßen um 6 Uhr morgens raus müssen, auch ernsthaft krank werden. Mhm. Ja, glaube ich auch. Ja. Anne. Ja. Jetzt frage ich aber nicht weiter so nach euren Eheproblemen. Das war gar nicht dein Anrufgrund. Ne? Ist oder? Nicht mein Thema, wird auch das Ganze sprengen. Gut, weil ich das nicht ganz richtig verstanden hatte. Dir ging es um die Lerchen und die Eulen, ne? Genau. So, ich bin deiner Auffassung. Mhm. Gut, dass du es auch mal so nochmal in die Welt hinaus gesagt hast. Ja. Und lass dich nicht unterkriegen. Nein. Das ist so von Natur aus bestimmt. Ja. Ne? Genau. Alles Gute. Okay, tschüss. Wünsche ich auch. Vielen tschüss, Dank. Tschüss, Anne. Tschüss. Ich habe halt viele Frauen, merke ich hier. Einen ganzen Harem. Naja, so darf ich es nicht sagen. Viele nette Frauen. Katja zum Beispiel, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, lieber Domian. Hallo, Katja. Grüß dich. Alaf. Ach, Alaf. Grüß Hella. Und ja. Alaf ist jetzt nicht so mit Alaf, ne? Ja, klar. Der bittere Tag, ne? Der Aschermittwoch. Oh. Genau, das ist mein Thema. Das ist dein Thema? Ja. Also bist du eine Jecke? Ah, absolut. Ehrlich? Absolut. Ich lebe für Karneval. Bist du ein kölsches Mädchen? Absolut. Das ist schön. Absolut. Das heißt, du hast so richtig die Luzi tanzen lassen die letzten Tage. Nur. Eulen, Lerchen, Mischmasch, morgens aufgestanden und die Nächte durch, ja. Wann hast du angefangen? Donnerstagmorgen in aller Frühe und erstmal mit meinen Kindern und dann immer weiter, was sich so ergab. Gab es denn einen Erholungstag? Ja, doch, den gab es auch, aber nur ganz kurz und bedingt. Ganz kurz? Ja. Das heißt, so richtig die Nächte durchgemacht? Wenig. Nein, so extrem nicht, aber halt immer bis in den Rausch gesungen und getanzt und kein Alkohol. Kein und Alkohol? Nein. Ach, ich wollte gerade sagen, da hast du auch wahrscheinlich ganz schön gezwitschert. Nein, überhaupt nicht. Ach, das ist ja toll und erstaunlich, weil die meisten trinken ja doch sehr viel Kölsch. Nein, ich vertrag nichts. Und dann kannst du auch trotz, dass du keinen Alkohol trinkst, dann so mitmachen. Und ach, hast völlig, Spaß. Völlig, da gehe ich auf. Wo gehst du denn so hin? In welche, gehst du eher so, wo die klassische Karnevalsmusik läuft? Ja, klar, natürlich. Ja, klar. Ja, klar. Ja, nein, um Gottes Willen, da kommt ja gar nichts anderes in Frage. Wo denn genau in Köln? Südstadt, Altstadt? Ich war in der Altstadt. Und da hat es mich erwischt. Ich finde die Altstadt auch grandios zum Karnevalfeiern. Ja, es ist nur schön. Wieder hat sich erwischt. Hast du dich verliebt? Verliebt kann man nicht ganz sagen, aber... Aber? Es hat geschnackelt. Aber höllisch. Ey. Aber höllisch. Aber hast du keinen Mann? Doch. Das auch noch? Und zwei Kinder. Zwei Kinder und einen Ehemann. Ja. Wo war der Ehemann? Und den würde ich auch im Leben nie verlassen. Nie. Was heißt denn geschnackelt? Wie weit ging's denn? Ja, gebützt und geknutscht bestimmt, ne? Wie ich dich jetzt schon kenne. Das sowieso. Das und tun auch Menschen, noch ja. Ein bisschen mehr? Ein bisschen. Was heißt, na, ein bisschen. Wo denn? Also ich denke, du kennst die Kölner Altstadt sehr gut. Es gibt viele schöne dunkle Ecken.
Ja, es war ja auch nicht so ganz kalt dieses Jahr, ne? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, du klingst aber noch sehr entspannt und lustig und fröhlich, wenn du jetzt da... Ach, geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich bin 30 Jahre alt, ich habe 2 Kinder und ich habe einen Mann, den ich wirklich liebe. Mhm. Aber es ist halt so ein völlig pragmatischer Mensch. Der ist halt sehr vernünftig und... Mhm. Der ist also nicht auf Karneval aus. Doch, auch, absolut. Aber er ist halt, was unsere Beziehung angeht, er ist nicht gerade ein romantischer, leidenschaftlicher Mensch. Das kann man einfach nicht sagen. Es ist ein ganz Lieber, der in jeder Beziehung hinter mir steht. Mhm. Aber er gibt mir nicht mehr unbedingt, also wir sind jetzt 10 Jahre zusammen. Mhm. Und es ist halt nicht mehr, es war noch nie die große Leidenschaft da. Mhm. Und das war für mich aber immer irgendwie relativ nebensächlich. Ja. Und dann steht da ein Weiber fast nach so einem, der mir genau das gibt. Der dir genau das gibt. Wo du dich so nach 2 Kindern, wo du sagst, boah Mensch, du bist mal wieder Frau. Mhm. Du bist gefordert, du wirst einfach als Frau angeguckt, nicht als Mama. Mhm, verstehe. Oh, verstehe, das war so schön. Mhm. Ja, und wir mailen uns und das ist wunderbar. Das setzt ganz neue und schon fast vergessene Energien frei. Ja, ne? Total. Mhm. Total. Also ihr meldet euch jetzt auch schon, auch heute am Aschermittwoch auch schon gemailt. Ja. Gesimst, SMS. Ja. Mhm. Ja. Hat er denn auch eine Frau? Nee. Wie alt ist er denn? 34. Mhm. Weiß denn dein Mann schon, was passiert ist? Um Gottes Willen. Nein. Ich möchte auch diese Ehe im Leben nie aufs Spiel setzen. Aber du spielst mit dem Feuer gerade, ne? Ich spiele wahnsinnig mit dem Feuer und ich gehe eigentlich sogar noch einen Schritt weiter, dass ich einfach sage, mir fehlt es im Leben. Und jetzt, zu diesem Zeitpunkt mit 30 Jahren, ist die Leidenschaft für mich eigentlich unwahrscheinlich wichtig. Mhm. Das heißt, du träumst davon, mit dem Mann zu schlafen. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Es wenigstens einmal genießen zu dürfen. Ich möchte es nicht für immer. Ich weiß, dass andere Dinge viel wichtiger sind. Mhm. Und die gibt mein Mann mir und die gebe ich meinem Mann. Und wir hängen da auch beide unwahrscheinlich dran. Und es würde deinem Mann sehr, sehr wehtun, wenn du es ihm sagen würdest. Ja, ne? Unwahrscheinlich. Und das möchte ich auch nicht. Ich möchte es ihm nie sagen müssen. Mhm. Ich denke mir auch oft genug, wenn er fremdgehen würde, ich würde hier die Wände abholzen. Er dürfte es mir nie sagen. Aber unsere Kiste ist so verfahren, also zwischen meinem Mann und mir, dass wir da im Moment auch kein Stück weiterkommen. Und mein Selbstbewusstsein ist sowas von am Arsch. Ich habe so eine Riesenklappe. Aber wenn es ans Eingemachte geht, oh wei, oh wei. Habt ihr denn überhaupt noch Sex miteinander? Hatten wir sogar eben noch. Aber es ist nicht das Ding, wo ich sag... Komm, Hand aufs Herz, unter uns beiden Betschwestern. Als du gerade mit deinem Mann geschlafen hast, hast du da heimlich an den anderen gedacht? Ja. Ja. Ich dachte es mir. Ja. Weißt du was, Katja? Ich bin ja immer der Prediger der großen Wahrheit, ne? Mhm. Aber, genau. Lass mich sagen. Ich, in dem Fall, so wie du das jetzt schilderst, sage ich jetzt mal ganz einfach, hol's dir und sag ihm nichts. Genieß ich es. Ich könnte dich knutschen. Alle meine Freundinnen sagen, ja, wir verstehen doch, was du meinst, aber und... Was ist, wenn deine Gefühle danach verrückt spielen und... Ja gut, dann soll es aber auch dann so sein. Oh. Also ich höre so eine Sehnsucht in dir. Und auf der anderen Seite lobst du so sehr deinen Mann und die Familie und dass dir das wichtig ist. Vielleicht holst dir einfach und vielleicht löst sich das Ganze dann wirklich in Wohlgefallen auch auf und du hast es aber auch nochmal genossen. Ja, es kann natürlich auch sein, dass es sich verkompliziert und du dich in diesen Mann verknallst. Kann auch sein. Da haben wir beide schon gesagt, dann müssen wir da durch. So. Der hört übrigens auch gerade zu. So, genau so würde ich es auch sagen. Dann müsste er da eben auch halt. Dann müssen wir da durch. Aber wenn das Begehren so groß ist. Ja, und dieser Oberkörper, und wow. Gibt nichts Schöneres als schöne Männer mit schönen Oberkörpern. Weißt du, schön finde ich auch, dass das alles so in die Gänge gekommen ist. Nicht im Suff.
ne? Dass ihr nicht besoffen wart. Nee, er auch nicht. Ja, das ist wunderbar. Also er hat was getrunken, klar, aber ja. Es war nicht... Dann wäre ich nämlich jetzt auch skeptischer. Aber so, ihr wart völlig klar im Kopf ja. Und jetzt seit ein paar Tagen. Auch jetzt, die ganze Zeit, wo wir uns mailen. Und diese Mails, die machen mich wahnsinnig, tut mir leid. Ich weiß natürlich, es ist ein Betrug. Es ist ein Betrug. Es ist ein totaler Betrug. Aber auf der anderen Seite denke ich mir... Im Grunde kann er mir so gefährlich nicht werden. Er kann mir sehr gefährlich werden. Natürlich kann dieser Mann mir wahnsinnig gefährlich werden, aber ich denke nicht bis zum Äußersten. Mhm. Also ja, es ist müßig, das kann man wahrscheinlich gar nicht jetzt richtig sagen. Das ist es. In dem Moment, wo ihr das letzte Tabu auch gebrochen habt, können ja ganz neue Dinge entstehen, das weiß man nicht. Ja. Es kann aber auch sein, dass ihr einfach nur merkt, okay, wir haben Spaß körperlich miteinander. Ja, das ist der Hit. Das ist der Hit. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Du hast noch nie so gut geknutscht. Das auch. Das auch. Ey, mir hat einfach dieser Oberkörper angesagt, es tut mir leid. Hast du ihn denn schon nackt oben gesehen? Ja. Ja, wie das denn? In der Altstadt? Mhm. Auf der Damentoilette gar? Nein. Also so tabulos bin ich dann doch nicht. Sag mir, wo du seinen Oberkörper gesehen hast. Neben der Kirche. Wie hat er den so gezeigt? Hat er den Pullover hochgehoben? Ach, ich habe einfach das Hemd aufgerissen. Ja, das so war bist du. Völlig easy. Da waren nämlich Druckknöpfe dran. Und das war einfach nur schön. Nein, er hatte sein Hemd auch aufgeknöpft. Brauner Oberkörper. Oh, nicht zu muskulös, nur ein bisschen. Oh. Es wäre alles wunderbar, wir könnten ja wirklich ganz locker drüber reden, wenn das alles nicht so verfahren wäre, ne? So ja. Kompliziert. Ja, vor allen Dingen, weil ich mir eigentlich das, was ich mit diesem Mann habe, mir eigentlich von meinem Mann wünsche. Mhm. Ich habe dann zwischendurch, habe ich gedacht, was tust du hier eigentlich, bist du bescheuert? Ja, natürlich nur auf der Ebene der spontanen Erotik. Du kennst diesen neuen Mann ja gar nicht. Von seinen Charaktereigenschaften. Nein. Das ist alles noch Schwärmerei. Ja, klar. Das ist im Moment nur, du bist nur angefixt von seinem Äußeren und von seinem Charme. Und dieser Charme. Ja. Diese Leidenschaft, die darüber kommt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, und jetzt schreibst du deinem eigenen Mann mal eine richtig heiße Mail. Und er hat noch nicht mal geantwortet. Was macht denn die Liebe zu deinem Mann eigentlich aus? Was macht die aus? Wir ergänzen uns völlig. Ihr seid ein richtig gutes Team. Ja, wir haben auch einfach schon, also das hört sich jetzt eigentlich ziemlich dumm an, aber wir haben schon so viel miteinander durchstehen müssen. Mhm. Und seine Eltern sind halt schwerstbehindert und meine Mutter hat sich getrennt. Ach, jedes Jahr irgendwas Neues, entweder Tod oder Arbeitslosigkeit und wir sind durch alles durchgegangen. So, das schweißt natürlich zusammen und das hat auch eine Qualität dann, ne, wenn man sowas... Unwahrscheinlich. Wir haben uns immer gesagt, wir sind nicht eins der Paare, die sich irgendwann scheiden lassen, nur weil sie meinen, mit irgendwas nicht mehr klarkommen zu wollen oder zu müssen. Katja, lass mich fragen, er ist nicht so ein Typ, mit dem du so offen sein könntest, dass du sagst, pass auf, ich brauche sowas mal, ich hole mir das woanders. Um Gottes Willen, er ist einmal in seinem Leben betrogen worden und ich weiß, wie er dazu steht und ich weiß, wie sehr es ihn verletzen würde. Und das möchte ich ihm niemals antun. Dafür hat er mir auch zu viel gegeben. Okay. Halt auf einer anderen Ebene. Ja, dann fällt der Weg flach. Das wäre natürlich der schönste Weg, ne? Wenn man sich gegenseitig... Aber dann müsste ich ihm ja das selber aufstehen und dann wäre ich ja wieder viel zu eifersüchtig. Ich bin ja ein typischer Skorpion. Ja, aber das müsstest du dann natürlich auch machen. Ja, das müsste ich mir ja dann arg gefallen lassen. Aber es ist müßig. Zu diesem Abkommen kommt es erst gar nicht. Nein, das würde ich nicht tun. Das heißt, du wirst dich jetzt auf diese heikle Mission begeben und es mal ausprobieren, alles? Ich vermute, ja. Mit allen Risiken, die damit verbunden sind? Mit aller Aufregung? Ja. Mhm. Wenn meine Freundin mir natürlich nicht noch so gehörig den Kopf wäscht, dass ich es dann doch wieder bleiben lasse. Die Freundin bremst es ab? Boah, völlig. Und die ist früher am allermeisten fremdgegangen. Mann, und ich sage jetzt, tu es. Ja, deshalb habe ich dich auch angerufen, weil ausgerechnet meine allerbeste Freundin, die ich immer geschützt und immer gedeckt habe, die erzählt mir jetzt hier einen von Moralpredigt und wenn du nachher deinen moralischen kriegst und die ganze Familie bricht auseinander und... Nein, du darfst es ihm auf keinen Fall sagen, das sehe ich auch so, aber ich höre so sehr raus, welche Sehnsucht du danach hast und deine Begeisterung. Ich will es nur einmal erleben. So Katja, wenn du es einmal erlebt hast, ne?
will ich mit dir nochmal reden. Können wir so verbleiben? Na, logisch. Versuche bitte durchzukommen. Aber sicher. Die Katja aus Köln, ich weiß direkt, wer es ist und was los ist. Da bin ich mal gespannt. So, meine Liebe, die Sendung ist zu Ende. Ja, alles klar. Alles Grüß Teller ganz lieb. Mache ich auf jeden Fall. Und du meldest dich bei mir und ich wünsche alles Gute. Alles klar, ich danke dir. Tschüss Katja. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Nacht in der Technik, Kerstin Klinger, morgen wieder 1 Uhr Radio 1 live und dann auch das WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.